ein leerer Teil des Torfzuges wird von der Rangierlok des Torfwerkes aus der Entladung in die Rangiergleise geschoben. Die Streckenloks des Torfwerkes kuppeln von dem beladenen Zug, den sie gerade aus dem Moor gebracht haben, ab und rangieren an die Spitze des Leerzuges. Der Leerzug wird angekuppelt und dann kann die Fahrt ins Moor beginnen.
Zunächst geht es entlang des Entwässerungskanals und der Hauptstraße. Der Zug ist in zwei Halbzüge unterteilt. Die Grenzen dieser Halbzüge sind durch weiße Fähnlein an den Rohren gekennzeichnet. Nachdem der Entwässerungskanal über eine Brücke überquert wurde und die Hauptstraße durch einen blinklichtgesicherten Bahnübergang überquert wurde, befindet sich der Zug nun in dem Moorgebiet. Der Feldweg dient auch den Betriebszwecken des Torfwerkes. Vor Einfahrt in den Moorbahnhof muss die Weiche durch den Lokführer gestellt werden.
Die gesamte Fahrt über die Moorbahn erfordert äußerste Vorsicht und eine extrem langsame Fahrweise. Die Gleislage ist, wie auf den Bildern zu sehen, eher gewöhnungsbedürftig.